Ja, hallo, hier ist der Lars aus dem wunderschönen Arlanger. Wir waren gerade hier am Sonntag beim Mediamarkt shoppen. Mein Sohn hat ein Geschenk gekauft. Ich habe mir spontan dieses Funkmikro hier gekauft, was direkt ins Handy passt. Und das war sehr, sehr günstig. Also der erste Test, ja. Und wir sind gerade gefahren zu dem neuen Haus, wo wir eine Wohnung gekauft haben. Und ich habe nämlich heute Morgen gesehen, dass die anfangen von außen Sachen zu installieren, und das wollte ich euch mal zeigen, weil das super interessant wird. Ich habe das auf diesen Bauzeichnungen, auf diesen Animationsplänen nicht gesehen, wie das dann wirklich gemacht wird, und war heute Morgen ganz erschrocken, also positiv erschrocken. War super cool. Da werden jetzt verklinkert teilweise auf der Außenfront, und hier muss ich euch auch noch was zu sagen. Da ist gerade ein Brand irgendwie in den Bergen, und jetzt fliegen hier die Löschflugzeuge, nehmen im Meer und in den großen Stausee Wasser auf und löschen jetzt. Aber ja, also falls ihr irgendwas hört, da hinten in den Bergen, man sieht da eine Rauchwolke, aber man kann es von hier aus jetzt nicht so gut sehen, ist das. Und ja, wird hier so gelöscht, ne? Und das ist jetzt total interessant hier. Die haben jetzt teilweise schon verputzt von außen, wie man das hier sieht. Ja, die haben das Gerüst hier auf der Seite und haben hier verputzt. Und jetzt sieht man hier, hier ist was schon was vorgefertigt in dem Grün. Und hier sieht man, da wird verklinkert. Also sie kleben da diese Klinkersteine drauf, und das sieht dann richtig edel aus. Also dieses Haus hier wird deutlich edler noch als manch ein anderes, was wir bisher gefilmt haben oder auch ja, selber Wohnungen gekauft haben. Und um jetzt den Pool jetzt zum Beispiel auch nochmal zu beurteilen, hier ist der Pool, und der ist auch nicht so klein. Ja. Er ist auch nicht riesig, aber die Form ist sehr, sehr schön, und es ist auch noch ein Babypool dabei. Ja. Also das finde ich auch cool. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das dann wird. Und unsere Wohnung ist da oben rechts, eine Duplex, und da gehen wir jetzt gerade nochmal hoch und gucken mal drin, wie es drin ist. Und ich muss natürlich erstmal reinhören, ob das Mikrofon hier verwendbar ist. Das Mikro hat nämlich nur 15 Euro gekostet, und ich konnte es auch noch nicht laden. Das bedeutet, ich habe es jetzt einfach mal angeklippt, und es kann natürlich sein, dass das zwischendrin einfach irgendwann aufgibt oder halt auch wirklich nicht gut genug klingt. Aber wenn man nochmal ein Funkmikro dabei hätte, das könnte ich mir nämlich sehr gut hier in mein Tischchen reinpacken, und dann wäre das gut. Okay, wir gehen mal hoch, mein Sohn und ich, und gucken mal. Und wir sind wieder im Quad hier. Da hinten steht es, also ich liebe es. Und zu zweit kann man mit dem auch super gut durch die Stadt düsen. Ja, das Mikro klingt genauso viel, wie es gekostet hat. Klingt so, als würde es 15 Euro kosten. Kann man wohl eher nicht verwenden. Ja, wir sind jetzt in unserer Duplex-Wohnung hier im unteren Stockwerk. Hier innen drin ist jetzt nicht viel weiter passiert. Ein paar Kabel sind verlegt worden. Hier wurde ein bisschen was zugebetoniert, und hier wurde schon was weggepackt für die Treppe, die nach oben kommt. Und hier haben wir die Küche und die Aussicht in die Berge. Vielleicht sieht man da, woher der Rauch kommt. Das müsste, man sieht hier, da vorne ist so eine Rauchwolke, und die muss da hinten irgendwie kommen. Da muss ein großer Brand sein. Genau. Und ich gucke noch mal ganz kurz oben im oberen Stockwerk, ob sich da was getan hat. Ja, hier oben wird jetzt einiges vorbereitet für die Innenarbeiten. Hier ist ein Gerüst gebaut. Will jetzt hier nicht großartig rumrennen, aber ja, immer wenn wir vorbeikommen, hier sieht man auch überall, werden Stromkabel verlegt. Hier ist das eine Bad, durch das sind wir jetzt gekommen. Das wird später zugemacht. Hier wäre die Treppe. Hier das obere Riesenzimmer. Ja, Master Bedroom, je nachdem, was denn der Master Bedroom ist. Aber ich finde das schon sehr geil. Und dann hier, auch hier blicken die Berge. Wir fahren jetzt mal zur Anker-Residenz. Und zwar waren Verwandte von uns da gerade und haben ihre Wohnung quasi entgegengenommen und geputzt. Und haben jetzt auch Strom. Deswegen könnte man auch da mal den Strom anmachen. Und da kann ich euch mal zeigen, wie sowas hier final aussieht. Ne? Die haben auch eine 2 plus 1, die hier ist noch ein bisschen größer. Ich glaube, die ist tatsächlich immer so 20, 30 Quadratmeter größer. Aber es ist vom gleichen Bauherrn, und da kann ich euch mal zeigen, wie das dann so fertig aussieht, so ungefähr. Und hier kommt schon wieder ein Hubschrauber und fliegt dann zu den Bränden. Ich hoffe, es ist nicht schlimm,
aber da ist irgendwas. Das werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Tagen in den türkischen Alanya-Nachrichten irgendwie oder andere YouTuber werden darüber berichten. Ja. Also hier gerade eben erst passiert. Ich hatte vergessen, den Schlüssel mitzunehmen von der Anker-Residenz. Und da gucken wir uns jetzt mal die Wohnung an. Bin ich auch ganz gespannt, wie die jetzt final aussieht. Mein Sohn geht gerade hoch und holt die Schlüssel. Und ja, das Teil hier ist so geil. Ich hatte ja hier diese Tasche mit Kabelbindern festgemacht, mit türkischen. Die haben sich jetzt tatsächlich gelöst. Und ich habe jetzt nochmal nachgebastelt. Und ich habe mir jetzt nochmal Kabelbinder in Deutschland bestellt. Ich fliege ja demnächst mal rüber, die richtig gut bewertet sind und die UV-beständig sind und hitzebeständig sind, generell, um hier gute Kabelbinder zu haben. Weil die Kabelbinder, die man hier kaufen kann, sind wirklich so, man steckt die zusammen und zieht so ein bisschen dran, dann gehen sie auf. Ich weiß noch, in Deutschland haben wir mal aus Spaß irgendwie mit Kabelbindern genommen, um uns mal so zu fesseln, so wie die Polizei das macht. Und du hast das nicht abgekriegt, ohne dir wirklich richtig weh zu tun. Also paar Sachen sind hier wirklich nicht so gut wie in Deutschland, ja. Ist egal. Wir gehen auf jeden Fall jetzt in die Anker-Residenz, zeigen euch mal so eine Wohnung im fertigen Zustand, noch ohne Möbel, aber das wird dann beim nächsten Aufenthalt auch eingerichtet. Und wenn ihr euch auch sowas interessiert, in diesem neuen Gebäude, da gibt es so einen guten Rabatt, weil das ja noch nicht fertig ist. Und da könnt ihr den Ali kontaktieren und wir fahren da jetzt nochmal rüber. Das kann ich eigentlich auch laufen, weil die neuen Wohnungen sind im Endeffekt nur 2 Straßen weiter hinten. Aber wenn wir das Quad jetzt hier stehen haben, dann fahren wir kurz zum Quad rüber. Das ist die Anker-Residenz von außen und die Wohnung, die ich euch zeigen will, die ist ganz da oben. Auch eine Duplex-Wohnung und hier gibt es schon einen Pool und einen Kinderpool. Und der Hausmeister vom Bauherrn ist auch gerade da und macht ein bisschen sauber. Ja, und wir gehen mal hoch. Ich zeige euch mal die große Duplex oben. Und ja, schön geworden hier. Wirklich sehr, sehr schön. Mir fällt gerade ein, der Ali hat hier auch eine Wohnung zu verkaufen für einen seiner Kunden. Möbliert, ich glaube im Erdgeschoss auf der rechten Seite, auch schön für 99.000 Euro, sogar ohne Maklergebühr. Das wäre dann schon drin. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr natürlich auch kontaktieren. Und wir fahren jetzt mal ganz hoch. Das ist jetzt die Duplex hier oben. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Stahltür, Eingangstür. Da haben wir hier ein Bad hier unten, auch hier zum Händewaschen und aufs Klo gehen. Hier haben wir eine Küche. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Da passt ein Kühlschrank hin. Hier kann man rausgucken in die Berge von Kalkitschak. Ich muss mich mal räuspern. Genau. Einmal ein paar Stühle schenkstellt. Hier ist das Putzzeug drin, weil unsere Verwandten das schon geputzt haben. Hier sind jetzt noch keine Vorhänge oder sowas, aber das muss hier wahrscheinlich auch noch hin. Hier gibt es so getönte Scheiben hier raus, das ist sehr schön, das macht hier so offen. Und dann hat man hier schon den Balkon auf der unteren Ebene der Duplex. Man hat ein bisschen mehr Blick hier rüber, ist halt mitten in Mahmudlar. Und hier wird auch gerade eingezogen, ganz nette Nachbarn gerade getroffen und hier geht es jetzt hoch. Und dann gehe ich jetzt mal die Treppe hier hoch. Also hier unten ist ein großes Wohnzimmer mit Küche und Gäste-WC. Dann gibt es hier eine Treppe, die geht nach oben. Dann hier oben kommt man in einen Flur. Hier kommt quasi sein Schrank, da kommt ein Urdurchlauferhitzer rein. Da die Waschmaschine. Hier ein Schlafzimmer, wo man noch ein Stockwerk weiter oben ist. Hier ist ein Bad mit Dusche, quasi Master Bedroom. Und dann kann man hier ein Bett reinstellen, sicherlich auch noch einen Schrank. Groß genug ist es auf jeden Fall. Dann haben wir hier oben noch, sind wir noch weiter oben. Kann hier ein bisschen rüber gucken. Und ist hier halt mitten in Mahmudlar, muss natürlich ein bisschen runter. Irgendein Gefährt braucht man. Elektroroller wollen meine Verwandten vielleicht sich zulegen. Wir haben so einen, der kommt auch hier hoch. Dann ist hier noch ein zweites Bad, also ähnlich wie bei uns. Was ich euch vorhin gezeigt habe, dass es noch ein Rohbau ist. Hier ist noch ein Zimmer. Hier könnte man zum Beispiel einen schönen, begehbaren Kleiderschrank reinmachen. Noch ein Bett. Hier kann man auch was davor machen. Das ist eine Nottür. Aber man kann natürlich wenn man möchte, wahrscheinlich auch was davor stellen. Ich würde ja einen Schrank davor stellen oder so. Und im Notfall schiebt man die halt zur Seite, den Schrank. Und ja, dann geht sie auch noch raus. Hat man hier auch noch mal die Aussicht Richtung Kagitschak und Nachbarpool.
Also wirklich eine schöne Wohnung und so in der Art. Noch ein bisschen nobler wird es da an dem neuen Gebäude, was ich euch gezeigt habe, weil hier sind jetzt zum Beispiel nur Fliesen. Da drüben, wo wir jetzt die neue Wohnung kaufen oder gekauft haben zur Hälfte schon, da wird es teilweise Parkett geben und Laminat. Und ja, jetzt habe ich es euch gezeigt. Und schön, also wie schon gesagt, in dem Gebäude gibt es noch eine Wohnung, die der Ali verkauft. In dem anderen Gebäude, was neu gebaut wird, gibt es, glaube ich, noch zwei oder drei Wohnungen, die es auch noch zu einem guten Rabatt jetzt gibt, weil das noch im Bau ist. Weil klar, jetzt sieht man das hier und sagt, ja, schön, das gefällt mir und so. Aber im Bau ist es immer, ja, die Leute brauchen mehr Vorstellungskraft und müssen sich natürlich gedulden. Und dafür gibt es natürlich dann ordentlichen Rabatt. Einfach mal den Ali fragen, das ist schon sehr, sehr attraktiv. Deswegen haben wir auch zugeschlagen. Und hier hatten wir ja auch die Wohnung, die wir hier gekauft haben. Da haben wir so kleine Wohnungen. Kann ich euch auch noch mal kurz zeigen, gehen wir noch schnell durch eine durch. Die verkaufen wir aber jetzt nicht, aber ich kann euch mal einfach eine zeigen. Wir haben uns ganz nett eben mit den deutschen Nachbarn unterhalten, von unseren Verwandten. Und hier ist jetzt zum Beispiel eine Wohnung, die gehört nicht uns, aber kann man auch mal zeigen. Also hier ist ein Bad, hier ist eine Tür, hier ist ein Schlafzimmer und eine Küche und ein großes Wohnzimmer noch dazu. Jo, und hier kann man auch rausgehen. Man hat hier Blick auf den Nachbarpool und in die Berge. Und da wird auch eine ganz tolle Poolanlage hinkommen. Jo, das ist eine kleine 1+1 hier drin. Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ein etwas längeres Video, aber wenn wir schon mal dabei sind, machen wir das. Bis dann.